Hilda! Da, das muss die Truhe sein. Was hat denn da noch? Da ist die Bauernkleidung und das ist alles sowieso Zeug, was mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Okay. Dann legen wir doch mal schnell die Kleidung an. Da. Ja, jetzt sehen wir schon aus wie ein Jägerbauer. Bauerjäger. Hilda! Hey, wir können mal mit Frauen reden, das passiert auch nicht oft. Ich habe ja ein paar Rüben für dich, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe ja ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Okidoki. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Sie hat eine komische Mundanimation, die nicht wirklich funktioniert. Okay. Dann gucken wir mal, wo denn der fahrende Händler hier ist. Wo geht's denn hier überhaupt zur Stadt? Ach, da hinten. Also auf der Straße, ja? Dann wollen wir doch mal gucken. Oh. Ein Mist viel weniger. Was war denn hier los? Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht auch du bist wie so ein YouTube-Kommentar. Was erkenne ich sofort. Sag ja, mal, du bist ein YouTube-Kommentar. Du wirst doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. Hast dich ins Spiel geirrt, ne? Ich plötzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Okay, wegen der Stadtwachen. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Mit dieser Bauernkleidung hier solltest du dich, sollten sie dich vorbeilassen. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich hab so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Also irgendwie mag ich den. Der ist nicht sonderlich vertrauenswürdig, aber ich mag ihn. Ich mag halt auch diesen nordfriesischen Akzent. Ich finde den total knorke. Ja. Aber wo ist denn jetzt der fahrende Händler? Da sind die Stadtwachen. Die werden mich nicht wirklich vorbeilassen. Bitte läuft. Traum. So, wir speichern mal ganz kurz, weil da hinten sind wieder ein paar Blutfliegen. Der fahrende Händler ist jetzt wo? Ich muss nah ran im Fernkampf. Aber dann töte ich es ja wenigstens. Nichts. Ist nichts dabei, ne? So, wo könnte... Da! Guten Tag. Was liegt denn da auf dem Boden? Anspruchrolle. Speichern. Mitnehmen. Ups, Guten Tag, Kanta. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Hm. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Vielleicht bin ich das auch. Wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten?
Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Das habe ich schon mehrfach gehört. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Okay. Klar, immer her mit dem Wisch. Hier, sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Okay, zeig mir deine Ware. Ich brauche eine Pfanne. Such dir was aus. Hat auch ein Langschwert. Braucht auch 85 Stärke. Ja, bestimmt. Wo soll ich denn das alles hernehmen? Ah, Piratensäbel! Helle Bade, edles Kurzschwert, das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Da eine Pfanne, die hätte ich gerne. Habe ich ihm jetzt auch 20 Gold gegeben? Ich weiß es nicht. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir aus. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob die 20 Gold jetzt automatisch abgezogen wurden. Oh, die Pfanne haben wir. Okay. Das heißt, wir können jetzt die Pfanne da der Hilda geben. Da kann die sich darüber freuen, dass sie jetzt eine Pfanne hat. Und ja, ich habe auch jede Menge davon. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind immer gut. Hilda! Hey, du. Hier ist deine Pfanne. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Okay. Warte, hey. Hast du was zu essen für mich? Für hast du was kein zu essen Geld? Für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Okay, Eintopf erhalten. Man weiß ja nie, es kann einen immer mal wieder heilen. So, da haben wir das. Hat der Bauer-Tölpel hier denn jetzt noch großartig Arbeit? Hey. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay, die Frau braucht nichts mehr. Da habe ich eine ordentliche Rübe gegeben. Und eine Pfanne. Bettpfanne. Die brauchst du danach. Ein Lederbeutel. Hat keiner gesehen. Lalalala. So, können wir den Lederbeutel aufmachen? Ein paar Münzenklimper darin. Haha. So, und schauen wir mal, ob hier die Jungs auf den Feldern irgendwie Hilfe brauchen, die hier Tag und Nacht arbeiten. Egal wie spät es ist, die arbeiten. Was ist denn das da hinten eigentlich für ein Riesenkäfer? Mir ist da vorhin schon aufgefallen. Guten Tag. Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Mhm. Warte mal. Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Okay. Und du? Vino? Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Das klingt ja super. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was ich hab Rüben gezogen.
Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Aber von mir hast du das nicht, klar? Mhm. Okay. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Mhm. Gibt's irgendwelche interessante Neuigkeiten? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Ja, klasse. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Okay. Dann sprechen wir doch mal mit diesem Marles. Einfach mal, weil vielleicht hat er jetzt noch mal irgendwas, jetzt nachdem wir hier seine den Job von Lorbert jetzt hier gemacht haben und so was. Filzknöterich, den brauchen wir für Tränke und so was. Nehmen wir mit. Kannst ja nicht liegen lassen. So, und du hier? Hey, du. Ich muss weiter, okay, gut. Hätte sein können, dass er noch irgendwie eine Bonusquest hat jetzt nach all dem ganzen Zeug. So, dann würde ich mich gerne da hinten um diesen Riesenkäfer da kümmern. Der da hinten rumsteht und patrouilliert und keine Ahnung, vielleicht kann ich den ja irgendwie vernichten. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Dürften ja auch nicht mehr viel sein. Ich meine, bisher sind die Pfeile ja wirklich sehr, sehr gut. 2 Pfeile. Ja, damit komme ich weit. Nicht. So. Speichere ich hier nochmal ab, dann muss ich nicht so weit laufen, falls ich sterbe. Guten Tag. Junger Feldräuber. Oh Gott. Hallo? Nein! Ah, verdammt. Er hat zu langsam sein Schwert gezogen. Aber wir kriegen das Ding vielleicht tot. Aber nur vielleicht. So, also nochmal. So, 20 Erfahrungspunkte. Boah, es hat sich gelohnt. Puh. Da ist nichts zu holen. Oh, aber es ist 20 Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben. Ne? Manchmal geht es einfach nur um die Erfahrungspunkte hier. So, dann sollte ich vielleicht mal wieder was essen. Das Ding kann ich auch erstmal ablegen, weil, ne? Gedöns, ich weiß gar nicht, kann ich vielleicht irgendwo auch mein Fleisch hier braten. Kräuter will ich nicht unbedingt essen. Die Fischsuppe ist okay. Nehmen wir mal. Und der Eintopf auch nochmal. Passt. Dann sind wir auch mal wieder voll geheilt. Will ich hier nochmal ganz kurz auf der Schräge drauf. Und dann gehen wir so langsam Richtung Stadt. Der dann auch schon wieder lange genug hier herumgedümpelt. Haben hier erstmal wieder alles erkundet. Und geguckt und gemacht und getan. Oh Gott, da sind doch noch mehr von den Viechern. Oh Gott. Ich habe jetzt nichts, um gegen die anzutreten. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Ich wollte ja nur mal gucken. Mit den Augen. Gucken. Ich habe keine passende Rüstung dafür. Ich brauche dafür eine richtige Rüstung. Leider ist die magische Rüstung ja irgendwie abhanden gekommen. Aus unerfindlichen Gründen. Warum hat er die nicht mit teleportiert? War das so schwer? Mensch, Zardas. Also wirklich. Immer nur halbe Magier arbeiten. Mich wundert ja dann schon fast, dass ich in die Nackte teleportiert wurde. Also nicht, dass ich das hätte sehen wollen. Es wundert mich halt nur. Weißt du? Oh Gott, das ist ja noch so ein Vieh. Oh. Die sind einfach überall. Überall.